Guten Morgen, ihr Lieben, bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt ja gesehen, ich zeige euch jetzt immer, wie ich die Karten hinlege, ja, wie die rausspringen und wie ich die dann hier hinlege. Ja, nicht, dass da irgendwie mal Missverständnisse auftreten oder ihr denkt, dass ich die Karten einfach nur so dann hinlege. Genau, deswegen machen wir das jetzt hier immer so einen kleinen Vorspann, ja, wie das alles hier gemacht wird. So, wir gucken jetzt mal rein, wie heute die Tagesenergie ist am 20.01. und da bin ich hier mal ganz gespannt. Ja, wir haben heute Gott sei Dank wieder Freitag, schon fast wieder vorbei und wir gehen natürlich auch fast in den Neumond hinein am Samstag, aber da sage ich dann noch ein bisschen mehr dazu in der Wochenendbotschaft. Jetzt gucken wir aber erstmal, was uns heute erwartet. Oh, heute geht es um eine Vollendung, es kann also heute etwas vollendet werden. Anbindung, Äther. Äther ist ja der Raum, in dem wir uns befinden. Ja, und da können wir wieder in den Fluss des Lebens kommen. Heute könnte es aber auch ums Loslassen gehen, ja, um Dinge loszulassen, die du nicht mehr brauchst, damit du wieder fließen kannst, damit wieder mehr in dein Leben kommt, damit wieder mehr Raum, mehr Gefühl in dein Leben reinkommt. Darum geht's heute und das ist das, was mir jetzt hier reinkommt. Ja, dann gucken wir mal ins Licht und Schatten Tarot. Meine verwendeten Kartendecks findest du natürlich auch hier unten in der Infobox drinne. Da brauchst du einfach nur auf die Überschrift klicken, auf Tagesorakel und da siehst du das, ja. Ich verwende, wie gesagt, hier das Runenorakel von Antara Reimann, Roland Scholz vom Schirner Verlag, dann das Licht und Schatten Tarot von Chris Anne und das Lennemore der neuen Zeit, das ist mein eigenes Lennemore und das Orakel von Freyas Orakel und Wegweiser ist auch mein eigenes Lennemore. Das könnt ihr auch in meinem Shop kaufen, ja, findet ihr alles auch unten in der Infobox. Also, es geht darum, dass man hier mit den drei der Münzen an etwas arbeitet oder gearbeitet hat. Ja, es geht also auch um eine Gemeinschaft, dass man vielleicht auch mit mehreren Leuten an einer Sache gearbeitet hat. Ja, und dann war wahrscheinlich so ein Tormoment, wo das aufgehört hat oder wo man nicht mehr weiter wusste oder irgendwas hat ja auch den Boden unter den Füßen weggerissen und das ist aber jetzt wieder in das Gleichgewicht geraten, in die Balance. Du hast jetzt auch hier zwei verschiedene Möglichkeiten wahrscheinlich, was du machen kannst. Und du wirst dann wieder zur Königin der Münzen. Also mir kommt hier eher berufliche oder finanzielle Sachen rein, dass du hier wirklich an etwas gearbeitet hast. Das kann natürlich auch vielleicht in der Selbstständigkeit für den einen oder anderen sein. Vielleicht ein Projekt auch. Ja, du hast ja an irgendwas gearbeitet und dann kam irgendwas, was dir so einen richtigen Tormoment gegeben hat. Du wusstest wahrscheinlich nicht mehr, wie du dann hier weitermachen sollst. Und ja, jetzt hast du aber wieder die Möglichkeiten, das in den Gleichklang, in das Gleichgewicht zu bringen und hier wieder die Königin der Münzen zu werden. Das heißt, hier wieder, ja, du bist jetzt wieder angebunden. Du bringst vielleicht auch eine Sache, eine berufliche Sache oder finanzielle Sache in die Vollendung rein. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Fünf der Münzen sieht nicht gut aus. Ja, irgendeine Niederlage, irgendwas, was dich traurig macht, hast du hier erreicht. Das kann wirklich im Beruflichen sein, das kann aber auch in allen anderen Bereichen hier sein. Also kann jetzt wirklich finanzielle Sachen, berufliche Sachen oder auch gesundheitliche Sachen betreffen, ja, die Fünf der Münzen. Irgendwas ist hier im Ungleichgewicht und ein Mangel. Aber du bist jetzt hier als Magier drin und das heißt ganz einfach, dass du das hier wieder... Ja, du kannst das wieder beseitigen. Du bist der Schöpfer. Du bist dein eigener Schöpfer, dass du das wieder ins Gleichgewicht bringen kannst, diese ganze Sache. Guck mal hier mal noch weiter. Ja, und es geht um deine Wunscherfüllung. Ja, erstens, dass du mehr Klarheit in dieser Sache hast, in deiner Situation. Und zweitens geht es darum, dir das zu erfüllen, was du wirklich möchtest, weil du hast den Magier und mir wird das jetzt eher als Wunscherfüllung gesagt, ja. Du bist dein eigener Magier, hier deine eigenen Ziele, deine eigenen Wünsche dir selbst erfüllen zu können, ja. Wen haben wir hier noch? Ja, und 10 der Münzen, wow, das sieht doch gut aus, ja, und du erreichst es natürlich dann auch. Also, das ist eine ganz gute Energie, du hast an was gearbeitet, beruflich, finanziell, an irgendwas, ja, und dann kam so ein Moment, wo es dir den Boden unter den Füßen weggerissen hat, wo du nicht mehr wusstest, was du machen sollst, aber das kam dann hier in Einklang wieder rein. Das kommt jetzt wieder in den Einklang rein und du hast dann sogar verschiedene Möglichkeiten. Ja, hier hast du dich so ein bisschen hilflos gefühlt, weil du nicht weiter wusstest, aber jetzt mit dem Magier, der du jetzt selbst bist, kannst du das dir hier selbst manifestieren und dir deine Wünsche erfüllen. Ja, und die 10 der Münzen zeigt mir ja einfach das, was erfolgreich wird, weil du hast hier die komplette Fülle, du hast hier den Erfolg, du hast die finanzielle Fülle, ja, und das erreichst du hier. Also, das ist doch gut. Und du sollst hier mit der Lagos das loslassen, diese Mangelenergie, damit das überhaupt in deine Fülle hier kommen kann. So, was haben wir in der Tiefe? Da geht es um die Zeit, ja. Hier war irgendwie ein Ende gewesen im öffentlichen Bereich. Wenn das jetzt hier noch dazu gehört, ja, dann war hier ein Ende im öffentlichen Bereich und das sieht man hier, ja, wahrscheinlich gingst du öffentlich und das kommt jetzt in eine Transformation rein hier, ja. Es könnte aber auch, weil jetzt hier ein Mann auftaucht, also könntest du das als Mann sein oder dass du eine Enttäuschung erlebt hattest mit einem Mann, mit einer männlichen Person. Das kann egal wer jetzt sein, wenn du als Mann zuschaust, kann das auch ein Kollege oder sonst wer sein. Ja, du hast da eine Enttäuschung erlebt gehabt. Und die kommt jetzt in die Transformation rein. Das kann wirklich im öffentlichen Bereich sein. Die Nachricht kann aber auch für sich selber stehen, dass du dich vielleicht mit jemandem treffen wolltest, mit einer männlichen Person und dass das hier nicht mehr stattfindet. Ja, das kann auch für heute noch stehen. Bedenk bitte, das muss nicht unbedingt deine Energie sein, deine Tagesenergie sein. Die kann schon gewesen sein oder die kann aber auch noch kommen. Gucken wir hier mal weiter. Ja, die Entscheidung ist hier schon getroffen worden für den Schlüssel. Ah, ich decke mal alle auf, damit ich das hier sehe. Also die Entscheidung wurde hier getroffen mit den Würfeln, dass diese Lasten aus der Stabilität rausgehen, ja, also du warst irgendwie unsicher, du hattest keine Sicherheit mehr, wahrscheinlich wegen diesen finanziellen Dingen und ja, und da kommt jetzt wieder Sicherheit rein, also mir kommt hier auch sehr das Berufliche, heute kommt mir wirklich das Berufliche hier mit rein. Ja, vielleicht hast du auch mit einer männlichen Person, an einem Projekt, an irgendwas gearbeitet und dann kam was ins Stocken, ihr wusstet nicht weiter und heute kann das wieder aufgenommen werden. Du hast vielleicht auch eine Idee, ja, mit dem Magier und das kommt wieder in die Fülle rein, ja. Und diese Lasten, ja, diese Sicherheit, also wir haben ja zweimal auch Sicherheit, Gleichgewicht, und hier drinnen haben wir die Lasten, das heißt hier waren Lasten bezüglich der Sicherheit, bezüglich des Beruflichen auch nochmal gewesen. Ja, und hier ist die Wunscherfüllung, das ist der Wunschbrunnen, das ist die Tiefe, es geht also beruflich tiefer, es geht in die Wunscherfüllung rein und dieser Nebelwald, der hört hier endlich auf. Ja, also der Nebelwald, der lichtet sich wieder, ja, das geht wieder raus hier. Ja, also an für sich eine gute Energie für die gerade hier vielleicht auf ihre Selbstständigkeit gucken oder auch auf ihren Beruf. Okay, meine Lieben, da gebe ich euch jetzt mal noch eine Karte vom geilen Scheiß des Glücklichseins für heute mit, für dieses Thema. Was ist heute zu diesem Thema zu sagen? Ein Neubeginn ist kein neuer Ort, es ist ein neuer Gedanke, eine neue Einstellung, ein neuer Horizont in dir. Ja, wahrscheinlich auch der Neubeginn mit einem neuen Projekt oder heute hier im beruflichen Sinne. Und jetzt gebe ich dir noch eine Karte von Freyas Orakel mit, die allgemein für diesen Tag noch gelten soll. Was ist heute noch für diesen Tag wichtig? Aha, da kommt jemand in dein Leben, also jemand schlägt in dein Leben. Lassen wir mal noch... Okay, ich wollte eigentlich nur eine. Der Eber, komm in deine Kraft und sei wie du bist. Dann haben wir hier die Vergangenheit kehrt zurück. Oh, also heute könnte wahrscheinlich auch jemand aus deiner Vergangenheit zurückkehren und wieder in dein Leben schlagen. Das sind extra Botschaften für heute nochmal. Und die Göttin Freya ist hier zu sehen und die Antwort liegt in dir. Also das tue ich jetzt ganz gut mit dieser beruflichen Sache hier in Verbindung bringen. Und ich denke, das steht für sich extra, dass heute jemand wieder in dein Leben reinschlägt aus der Vergangenheit. Na, da bin ich mal gespannt, was ihr mir hier für Kommentare heute drunter schreibt, ja. Also was da heute auf euch eingetroffen oder zugetroffen ist. Gut, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Freitag und lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns später nochmal. Ciao!